Heute vor 25 Jahren wurde das neue Barrierefreiheits- und Teilhabegesetz vom Bundestag verabschiedet. Damit wurde die gesetzliche Verpflichtung eingeführt, dass Produkte, Dienstleistungen und Gebäude barrierefrei sein müssen. Jahrzehntelang haben sie demonstriert und für ihre Rechte gekämpft, bis den Aktivistinnen im Jahre 2021 endlich gelang, was für uns heute eine Selbstverständlichkeit ist: dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, unabhängig von Behinderung. Bis ins Jahr 2021 war das noch nicht so. Geschäfte, Restaurants und Cafés mussten keine Rampen bauen und ihr Angebot konnte von blinden Menschen nicht selbstständig erfasst werden. Auch das Schulsystem sah Anfang der 20er Jahre noch ganz anders aus. Wurden damals doch Kinder mit Behinderung an speziellen Schulen, sogenannten Förderschulen, unterrichtet, getrennt von den nicht behinderten Kindern. Besonders prekär sah die Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung damals aus. Teilweise wurden in sogenannten Behindertenwerkstätten Menschen mit Behinderungen zu niedrigen Löhnen weit unter dem Mindestlohn beschäftigt. Heute unvorstellbar, damals legal und alltäglich. RollstuhlfahrerInnen konnten nicht selbstständig und spontan mit der Bahn oder dem Flugzeug reisen. Teilweise gab es keine Wohnungen auf dem Markt, die von RollstuhlfahrerInnen genutzt werden konnten. Menschen mit Behinderungen konnten von der Teilhabe an Veranstaltungen ausgeschlossen werden, weil der Brandschutz oder Versicherungsbestimmungen dies so vorgaben. Denkmalschutz und andere Regelungen wurden höher bewertet als Menschenrechte. Untertitel, Gebärden und leichte Sprache mussten oft extra angefragt werden und waren nicht Standard. Mit dem Gesetz zur Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen änderte sich die Lage von Betroffenen immens. Heute ist es für uns unvorstellbar, dass Menschen mit Behinderung nicht überall in der Gesellschaft anzutreffen sind. Vor 25 Jahren war dies noch bittere Realität.